Hallo und herzlich willkommen zu diesem Freeware-Game-Tipp. Ich habe mal wieder ein neues kostenloses Spiel für euch. Es ist ein Adventure und heißt The White Chamber. Ja, normalerweise spiele ich nicht so gerne Adventure, allerdings hat mir dieses hier sehr gut gefallen. Es ist dazu auch noch kostenlos. Deswegen wollte ich euch das Ganze mal zeigen. Leider gibt es das Ganze nicht in Deutsch, also das Spiel gibt es hier nur Griechisch, Tschechisch, Russisch und Französisch und Englisch und ich spiele es deswegen auf Englisch. So, jetzt kommt auch gleich. What's going on? Why was I in that coffin? Gut. Also dieses Mädchen hier oder Frau, naja, ist eben hier in diesem, ja, da drin, in dieser Kiste da aufgewacht. So, was kann man jetzt hier machen? Nix. That's the coffin I woke up in. Why was I in there? Ja, also sie ist eben hier drin aufgewacht und weiß nicht warum. It's too heavy to move. The surface is warm. There's a slight vibration. Gut, also damit kann ich wohl mal schon mal nix machen. Ich spiele jetzt das Spiel ein bisschen, um euch zu zeigen, wie es so ist. Ich verrate natürlich jetzt nicht bis zum Schluss, also ich bin das jetzt hier nicht komplett durch. There's a message on the panel. Connection error. Ja, also das Ding hier funktioniert wohl nicht so richtig. Der Grund, hier unten die Kabel. There. I've connected the wires together. Ja, die Kabel waren nicht richtig angeschlossen. Jetzt sollte das The ganze panel Ding seems to hier. be working now. Jetzt geht's. Gut. Do you know where you are? Nein, ich weiß nicht, wo ich bin. Ja, hier, komm. Mach nein, so. What the hell is going on? I'm in space. Okay, das ist schon mal nicht so toll. Ich bin im Weltraum. Jetzt kann ich hier auch noch aus den Fenstern schauen. Also wenn ich hier das Rote drücke, dann sagt sie, ja, was es ist oder was sie denkt, was es ist. Und mit der grünen Hand hier kann ich es dann benutzen. Jetzt geht's da This is hinten. Ah. definitely space, but I can't see any signs of other ships or anything. Gut, also das ist auf jeden Fall das Dingensbums. Der Weltraum, sagt sie, aber sie kann sonst nichts sehen. Das ist. Machen wir mal, yes, komm. Und jetzt kommt. Are you ready? It looks like there's a Natürlich. way out. Gut, also würde ich sagen, geh mal raus. Jetzt hatte ich eben dieses Dings hier geöffnet. So, jetzt gibt es hier zwei Sachen. Einmal diese Konsole und dann hier dieses, ja, die Wandkonsole da. It seems to be some kind of navigation console. It must control the station somehow. Ja, das ist jetzt eben eine Konsole, die allerdings keine Power hat. Funktioniert also im Moment It doesn't seem to be nicht. working at the Ja. moment. Gut, und das kontrolliert irgendwie das ganze Schiff, meint sie. I'm sure this controls some sort of cradle system that elevates part of the station. Why do I know that? Gut, das sind jetzt hier diese zwei Dinge. Ich gehe mal gerade in den nächsten Raum. Allerdings können wir hier nicht viel anfangen im Moment. Hier gibt es dann so ein, wie nennt man sowas? Da sind eben die ganzen, da sieht man, welche Leitungen momentan funktionieren, welche nicht. Ja. Also hier zum Beispiel Live Support ist an und Docking Cradle hat zum Beispiel einen kleinen Error. Gut. Dann gehen wir jetzt aber wieder zurück. Hier in dem Raum können wir nämlich sonst im Moment nichts machen. Wenn man ganz da hinten hingeht, da geht's auch gar nicht weiter. Und ich würde sagen, gehen wir direkt mal in den nächsten Raum. Und dort finden wir jetzt aber auch was. Und zwar hier so eine, ja, irgendwie ein bisschen blutige Jacke. Soiled lab coat. It Ja. looks like there's something in the pocket. Also irgendwie so ein There's a Dings. blank ID card and some kind of override key in the pocket. Gut, jetzt habe ich in meinem Inventar hier oben also diese ID-Card und diesen Schlüssel. Also einfach hier hochgehen und dann sieht man dort das Inventar. So, jetzt hier ist ein Scanner. Dafür braucht man eine ID-Karte. It's an ID card scanner for the gate. Und wir haben gerade eine ID-Karte gefunden. Dann geht wahrscheinlich dieses Tor hier auf. Dumme nur, die ID-Card funktioniert hier I'll need to nicht. use an ID card with it. Achso, Moment. So. It didn't work. Ja. Looks like this card isn't encoded with an authorized DNA sample.
Gut, ich habe zwar jetzt die ID-Karte. I can't use these things together. Was willst du? Ich will das nur zurückmachen. So. I can't use these things together. Willst du mich verarschen? So, jetzt aber. Ja, also um irgendwas zu benutzen in der Spielwelt, hole ich einfach da raus und mache dann irgendwas damit. Nur geht jetzt hier leider nicht, weil der Scanner, weil meine ID-Karte nicht gut ist für den Scanner. Der öffnet also hier nichts. Aber wir haben ja diesen Key bekommen und der hilft uns auf jeden Fall mal weiter. Und zwar bei diesem netten Ding hier. So. Geht ran. Achso. Und zwar können wir damit jetzt hier irgendwas anschalten. Ich zeig das mal gerade. So. Jetzt ist hier das online und das ist relativ witzig. Das sind nämlich hier diese Computer. An die gehe ich jetzt mal nicht. Ich hole den Schlüssel wieder raus und mach ihn mal hier hin. So. Jetzt ist was anderes passiert. Und zwar sollte jetzt diese Konsole hier an sein. Die ist immer noch, diese Wandkonsole hier, die funktioniert immer noch nicht. Aber das können wir ganz schnell ändern. Und zwar können wir hier diese Konsole anschalten. Gut, hier gibt es jetzt ziemlich viel Gedönsches, was man nicht braucht. Hier steht zum Beispiel Power. Wir haben nicht viel Power, wie man hier sieht. Und dann sieht man hier, dass das ganze Schiff oder zumindest diese Station, was weiß ich, von Solar betrieben wird. Und ich denke mal, je nach, wenn ich dieses Ding jetzt drehe, bekommen wir mehr Energie. Das geht hier unten auf diesen Schaltern. Wir müssen das also so lange drehen, ja, dass es so aussieht und wir mehr Power bekommen. Und jetzt haben wir also mehr Power, wie gesagt. Und jetzt ist das ganze Schiff an. So, und jetzt kommt was relativ Cooles. Jetzt können wir hier dran gehen. Und ja, dann würde ich doch mal sagen, machen wir das hier, geht das jetzt nicht. Moment, wie ging denn das jetzt nochmal? Jetzt habe ich das schon wieder vergessen. Hier kommt man noch irgendwie. Display Screen, ja. Ne, irgendwas würde ich zu fix. okay, jetzt bin ich gerade. Okay, also eigentlich sollte ich hiermit doch runterkommen. Also eine. Das ist ja ein Fahrstuhl. Ah, jetzt funktioniert's. Also das Ganze hier war ein Fahrstuhl und jetzt bin ich eine. Eine Etage tiefer. Kann ganz normal beweisen, wenn ich jetzt hier rausgehe, bin ich nicht mehr in diesem. Ja. Ich bin nicht mehr dort, wo ich gestartet bin, sondern jetzt in diesem Raum, weil ich eben eine Etage tiefer bin. Gut, das war's mit meinem Freeware-Game-Tipp. Der Link zu dem zum Download des Spiels wird jetzt hier irgendwo eingeblendet und der steht auch in der Videobeschreibung. So, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.